Hallo Borg, Heide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutzer am Montag. Ja, Wetter war so durchwachsen am Wochenende, aber seit gestern scheint ja schon wieder die Sonne. Es soll, glaube ich, auch ein bisschen wärmer werden, aber das überlassen wir nachher dem Matze nochmal. Jetzt kommen wir zu dem erstmal alles beherrschenden Thema, und zwar Karate Forst. Die Giftaktion in den Wäldern, die leider nicht mal mehr der NABU aufhalten konnte. Auch in der Gruppe Borg Heide News wird seit Tagen dauerhaft berichtet. Mittlerweile sind in kurzer Zeit weit über 50 Beiträge gepostet worden, sodass man leicht den Überblick verlieren kann, zumal dabei wichtige Informationen, hier sei als Beispiel die Mahnwache in Potsdam genannt, in der Fülle der Beiträge einfach untergehen. Auch haben diese Aktionen in einer geschlossenen Gruppe kaum Aussicht auf richtig Erfolg, und es sollte auch direkt auf den Internetauftritten der Landesregierung bzw. der verantwortlichen Behörden der Protest kundgetan werden. Die SPD ist da zum Beispiel auch bei Facebook etc. anschreibbar, und dort hören und lesen es wesentlich mehr Menschen als hier in der Gruppe von Borg Heide. Wir können das Thema hier natürlich auch nur aufzeigen, nicht bewerten, da uns die Fachkompetenz zu diesem Thema überhaupt fehlt. Da wird viel erzählt. Was wirklich davon stimmt, wissen wir leider nicht. Was wir allerdings sagen können, ist, dass wir bereits in einer Sendung im letzten Jahr darüber berichtet haben, über den Zustand der Wälder. Und dort hatten wir ja Wassermangel vermutet, und das Ministerium hat uns mitgeteilt, dass dort die Nonne und andere Schädlinge am Werkeln sind. Also zumindest seit letztem Jahr ist das Problem bekannt. Der Wald zwischen Borg Heide und Neuendorf macht denn auch einen sehr trostlosen Eindruck, wo vermutlich auch das Gift nicht mehr helfen kann. Waldumbau ist wohl sehr vonnöten, und man kann nur hoffen, dass diese Aktionen nunmehr zu einem Umdenken bei den Waldbauern und bei den Verantwortlichen führt. Die Wälder um Borg Heide jedenfalls mussten für dieses Mal die Sprühaktion über sich ergehen lassen. Man sollte den Wald für 2 bis 3 Tage nicht betreten. Man kann nur hoffen, dass solch eine Aktion nie mehr nötig sein wird. Das nächste brennende Thema, wir sind ja reich von solchen Themen, ist natürlich Windräder im Wald. Auch hier ist wieder eine Aktion geplant, über die wir hier informieren möchten. Und zwar das 5. Fahrradkorso der Bürgerinitiative im Gegenwind, Borg-Heide, Borg-Walde, gegen Windkraftanlagen im Wald. Ich zitiere einfach mal: sehr geehrte Bürgerinnen, liebe Mitstreiter, Streiterinnen, wir kämpfen weiter für den Erhalt unseres Waldes um unsere Orte, der durch Windkraftanlagen vernichtet werden soll. Deshalb veranstalten wir Samstag, den 18.05. von 10 bis 11 Uhr den 5. Fahrradkorso durch Borg-Heide. Eine kurze Kundgebung findet für alle, auch Fußgänger, ca. 11 Uhr in Borg-Heide auf dem Marktplatz statt. Beginn Bahnhofsvorplatz Borg-Heide 10 Uhr, Ende Marktplatz Borg-Heide ca. 11 Uhr. Mitzubringen wären Warnweste, Trillerpfeife, Nachbarn und Freunde. Gezeichnet Rose Mandler und Ruth Zeidler. Also wer da teilnehmen möchte, auch ich bin dort schon wieder fotografisch unterwegs, kann sich dort gerne melden. Also ich bin leider nicht bei dem Fahrradkorso dabei, sondern anderswo, muss ich sagen. Hier jagt ja ein Termin den anderen. Aber wer Zeit hat und gegen Windräder im Wald ist, kann sich dort gern einfinden. Dann gibt es noch Informationen vom Bürgermeister. Auch dort zitiere ich einfach mal: liebe Borgheiderinnen und Borgheider, Borgheide, das sind wir. Jetzt können wir alle unsere lebenswerte Gemeinde mitgestalten. Um konkrete Projekte anpacken zu können, brauchen wir Ihre und eure Wünsche, Beiträge, Informationen. Daher geht allen Haushalten in den nächsten Tagen ein Fragebogen zu. Für Jugendliche, für Erwachsene und den Gewerbetreibenden ein Fragebogen für Unternehmen. Wir freuen uns über eine rege, mutige Beteiligung. Die Fragebogen können bis zum 20. Juni beantwortet und in den Briefkasten am Gemeindehaus Kirchanger 3 geworfen werden. Andreas Kreibisch, Bürgermeister. Dann erreichte noch eine Info die Gruppe, und zwar, dass ab 22.05. endlich wieder eine neue Postfiliale in Borg-Heide zu finden ist, und zwar im Nah- und Gutmarkt in Borg-Heide. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr und Samstag von 7 bis 16 Uhr. Das hat ja schon allgemein Zuspruch gefunden, und die Borg-Heider und Borg-Heiderinnen freuen sich natürlich sehr darüber, dass sie nicht mehr nach Brück müssen.
Noch eine Hilfe ist an uns herangetragen worden, denn die DRG bittet um Hilfe ebenfalls für Samstag 1 bis 2 Helfer für 3 bis 4 Stunden in Borgheide. Wer dort helfen möchte und um was es genau geht, erfahrt ihr bei Enrico Kaiser. Dort könnt ihr euch melden, zum Beispiel unter der Telefonnummer 0176 70556937. Ich habe es nochmal mit unten eingeblendet, oder natürlich, wer ihn bei Facebook drin hat, beziehungsweise in der Borgheide Newsgruppe, kann sich dort gern melden. 1 bis 2 Helfer für 3 bis 4 Stunden in Borgheide am Samstag. So, jetzt kommen wir noch schnell zum Sport. Da musste der BSV ja an diesem Wochenende oder in dieser Woche überhaupt gleich 2-mal ran. Am Donnerstag das Nachholspiel gegen den FCD, wo die Spieler den Fans so einiges an Nerven abverlangt haben. Und am Sonntag natürlich gegen die Nachbargemeinde FSV Brück 19-22-2. Wie die beiden Spiele ausgingen und wie der Trainer sie bewertet hat, seht ihr hier. Der erste Film ist natürlich BSV 90 gegen den Dez 2, bitte. Ja, und hier kommt gleich hinterher der zweite Film gegen Brück 19-22-2, bitte. Das zweite Spiel in dieser Woche, Hartmut. Donnerstag ein Spiel, was so richtig an die Grenzen des Pulses ging. Jetzt wieder gegen Brück. Brück steht auf dem 4. Platz. Leider nur ein Unentschieden hingelegt, kann man das so sagen, 2-2? Na, ich würde es nicht als leider betrachten. Wir haben beim Tabellenvierten auswärts im Derby einen Punkt geholt. Das war die Zielstellung, dass wir mindestens einen Punkt holen. Dieses Ziel haben wir erreicht. Ja. Betrachtet man das gesamte Spiel, ist es ein bisschen glücklich für Brück sicherlich gewesen. Ob der eine Ball da hinter der Torlinie war, kann ich nicht einschätzen. Schiedsrichter hat das jedenfalls nicht anerkannt. Und insofern waren noch 2 weitere Schüsse, die aufs Tor gingen, auf unser Tor, und die haben jeweils zum Torerfolg geführt. Das haben wir nicht gut verteidigt. In der ersten Halbzeit schon nicht das Führungstor, und in der zweiten Halbzeit den Ausgleich haben wir auch schlecht verteidigt im Vorfeld. Den Schuss selber kann der Torwart nicht halten, den sieht er gar nicht, weil da stehen geschätzt 20 Leute vor ihm, und dann rutscht das Ding auch mal durch. War auch platziert neben dem Posten, von daher mache ich ihm da auch keinen Vorwurf. Und wir haben es in der finalen Phase haben wir es nicht gut gemacht. Wir haben unsere Möglichkeiten, die wir durchaus noch hatten, in den finalen Pässen, die sind nicht gekommen. Wenn die gekommen wären, dann hätten wir hier auch die 3 Punkte mitgenommen. Aber so müssen wir mit dem Punkt auch zufrieden sein, und ich bin es auch. Ja. Auch die Leistung zum Donnerstag ist eine erhebliche Steigerung heute wieder gewesen, und das stimmt eigentlich auch positiv und optimistisch für die nächsten Spiele, die wir noch haben. Und dann
sollte auf der Tabellenplatz 2. Jetzt sage ich, es war immer noch nicht sicher. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen Mannschaften gespielt haben. Aber wenn wir ihn jetzt nicht holen, dann hätten wir es auch nicht verdient. Ja, man kann aber jetzt gar nichts sagen. Es ist ja ein Auswärtsspiel gewesen. Das darf man halt auch nicht vergessen. Und ich glaube, wir sind tatsächlich mittlerweile von der Mannschaft ganz schön verwöhnt. Und ich sehe auch, die Mannschaft ist immer recht geknickt, wenn sie mal ein Unentschieden spielen. Nicht, wenn sie verlieren, sondern die haben ja in der Rückrunde noch nicht ein Spiel verloren. Richtig. Also genau. Und es besteht auch gar kein Grund, das habe ich auch auf der Bank eben nach dem Spiel nochmal gesagt, positiv, gar keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen, weil wir haben gegen eine abwehrstarke Mannschaft gespielt, die zwar sehr viel mit den langen Bällen operiert haben, aber damit brachten sie oder haben sie versucht, Gefahr zu bringen. Und dann ihr Spieler mit der Nummer 11, der hat dann schon Unruhe gestiftet bei uns in der Abwehr. Allerdings hat er aus meiner Sicht ein bisschen zu eigensinnig agiert. Das war unser Glück eigentlich noch. Und wenn man den besser ins Spiel gebracht hätte, hätte es vielleicht noch gefährlicher werden können. Genau. Also aber ein Punkt ist nach Pokal wieder mitgekommen und nächsten Sonntag läuft das nächste Spiel, diesmal ein Heimspiel wieder? Diesmal ein Heimspiel gegen Redel. Gegen Redel, ja. Da muss ich die Mannschaft leider Gottes alleine lassen, weil ich am Samstag denn in meinen wohlverdienten Angelurlaub fahre. Das ist schon ein Ding. Ich hoffe, Matze ist da. Ich bin nämlich nächsten Sonntag leider auch nicht da. Aber wir werden sehen, ob wir darüber berichten können. Alles Vielen klar. Dank hier in Brück und tschüss. Danke. Ja, wie vom BSV zu vernehmen war, fehlt jetzt nur noch ein Punkt, um rein rechnerisch den zweiten Tabellenplatz nicht mehr zu verlieren. Das könnte dann auch am Sonntag soweit sein, wenn die Jungs zu Hause auf den Blau-Weiß-Redel treffen, der im Moment auf dem achten Platz steht. Leider kann ich auch dort nicht dabei sein, weil das ganze Wochenende für mich schon komplett ausgebucht ist. Ich glaube, ich habe danach einen krummen Finger bei den vielen Fotos, die ich an diesem Wochenende wieder machen muss, die natürlich auch privater Natur sind. Das heißt, schon dienstlich, aber eben nicht für Borkheide allein. So, aber viel Glück wünsche ich dem BSV natürlich trotzdem und ich melde mich, wenn der zweite Platz festgenagelt ist. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch das Wetter und da fragen wir am besten mal Matze, was da so auf uns zukommt. Bitte Matze. Ja, hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt. Schönen Gruß von mir hier aus meinem Wetterkeller. Das Wetter für die kommende Woche wird sich leider nur im unteren zweistelligen Temperaturbereich abspielen, zwischen 11 bis 14 Grad und das auch noch bis zum Donnerstag, Freitag hin. Der ein oder andere Regenschauer ist auch möglich und erst dann geht es vielleicht in der nächsten Woche langsam mit den Temperaturen wieder bergauf. Aber im Moment liegt ein Hochdruckgebiet ein bisschen ungünstig, was uns noch ziemlich frische Luft hier reinschaufelt bei uns. In Teilen von Deutschland wurde sogar noch mal von Nachtfristen gesprochen. Wir haben hier Temperaturen in der kommenden Woche nachts um die 3 bis 4 Grad. Also auch noch mal ordentlich frisch und nicht mehr zu vergleichen mit den Temperaturen, die wir im letzten Jahr hier vielleicht so hatten. Ansonsten würde ich sagen, kommt gut durch die Woche, macht das Beste draus. Tschüss von hier aus. Ja, vielen Dank. Hoffen wir das Beste. Das war's wieder hier am Montag von Borkheide aus Borkheide vom Borkheide News TV. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Entspannt euch und bis zum nächsten Montag. Ein schönes Wochenende. Euer Lutze. Tschüss.